Hallo Leute, heute nehme ich euch den Tag über mit und zeige euch ein paar praktische Apps, die ihr nutzen könnt. Wenn ich mal alleine frühstücke, dann sitze ich schon meistens am Handy. Und was ganz toll ist, man kann in der Pferdetrends-App sich kostenlos die Magazine runterladen und diese dann durchlesen und durchblättern. In der App findet ihr auch die Webseite von Pferdetrends und den Shop. Jetzt gehe ich aber erstmal in den Stall und putze Amira. Bevor ich dann mit dir arbeite, möchte ich noch ein paar Bilder für Instagram machen. Heute war sie aber ein bisschen abgelenkt und hat mich nicht angeschaut, hat sich sogar so im Kopf weggedreht, weswegen ich dann einfach mal die Geräusche-App geöffnet habe und ein paar Bauernhoftiergeräusche abgespielt habe. Jetzt gehe ich noch ein bisschen mit ihr auf den Platz. Sie wirkt wirklich unmotiviert und faul heute, weswegen ich noch schnell in der Parelli-App schaue, was man bei faulen Pferden so machen kann. In dieser App findet ihr viele praktische Tipps, auch wie ihr euer Pferd verladen könnt, wenn euer Pferd beißt, buckelt oder mit dem Kopf schlägt. Dazu findet ihr dann, warum das Pferd das macht, wie man da dagegen vorgehen kann und sogar Videos, wie man das so im Praktischen macht. Da aber der Tag so schön war, wollte ich unbedingt mit ihr spazieren gehen. Dafür kann man dann noch die Reiter-App nutzen. Da kann man sich ganz einfach über Facebook oder mit der E-Mail-Adresse anmelden und dann die Route, die man läuft oder reitet, aufzeichnen lassen. Das zeichnet auch auf, wenn der Bildschirm aus ist und das Handy in der Tasche ist. Am Schluss könnt ihr dann eure Route anschauen, wie viele Kilometer ihr gemacht habt, wie lange diese Strecke war. Und sogar auch, wie die Höchstgeschwindigkeit war. Die App hat außerdem noch eine Kleinanzeige und ihr könnt eure Statistik anschauen. Hier hatte ich natürlich noch nichts, weswegen alles auf Null ist, aber das ist bestimmt interessant, wenn man mal öfters was macht. Außerdem gibt es auch noch News rund ums Pferd. Bevor ich jetzt wieder nach Hause gehe, muss ich aber noch schnell die Box ausmisten.
und dann schnell nach Hause und einen warmen Tee trinken, weil auch wenn die Sonne scheint und es so schön ist, ist es mittlerweile echt kalt geworden. Dann setze ich mich mit einem schönen warmen Tee auf den Kachelofen und suche noch in der FN-App Filmtipp für heute Abend. Ganz am Anfang könnt ihr auch noch allgemein Termine in den nächsten Tagen und Wochen anschauen, falls ihr Lust habt, irgendwo hinzugehen. Außerdem für Turnierreiter könnte auch die Suchmaschine für erlaubte und verbotene Substanzen sehr interessant sein. Und man kommt auch über die App auf die Internetseite in den Shop von dem FN-Verlag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!